Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video auf meinem Kanal. Ja, hier auf dem Kanal Ape Theo. Ich weiß, ich war nicht sehr kreativ, was die Namenswahl angeht. Aber egal, wie gesagt, hier auf diesem Kanal soll es vorrangig um das Thema Ape, Vespa, wie auch immer, mit 50 Kubik gehen. Denn das ist das Einzige, was ich fahren darf. Ich bin 15 Jahre alt und habe seit 2,5 Wochen den Führerschein der Klasse AM. Und der deutet eben, dass man Fahrzeuge mit 50 Kubik und Zweitaktmotor fahren darf oder Elektrofahrzeuge bis 45 km/h und keine Ahnung wie viel kW oder Dieselfahrzeuge mit einer Kubikanzahl, die ich jetzt auch nicht im Kopf habe. Das sind dann eben diese Microcars. Aber ich habe mich für die Ape entschieden, weil ich sie einfach am schönsten finde. Eine Ape hat Charme, sie ist italienisch, sie strahlt halt was aus. Jeder freut sich, wenn er eine Ape sieht. So zumindest ich. Und ja, eine Ape ist nicht das Praktischste, was man fahren kann, aber auf jeden Fall praktischer als eine Vespa im Alltag. Und deswegen ist die Ape mein Alltagsfahrzeug. Und ja, was das so ist, wie es funktioniert, was man damit machen kann, all das werdet ihr hier im Laufe der Zeit auf meinem Kanal sehen. Als erstes werde ich mal mit so ein paar Fahrvideos beginnen, also wie ich halt so rumfahre, so quasi Vlogs oder so ein bisschen so mäßig. Ja, halt einfach so ein paar Fahrvideos, wie ich euch auf meinen Strecken mitnehme. Hier auch gerade sehr schön, ich bin gerade mit der Ape etwas über Land gefahren. Einfach traumhaft schön hier. Naja, auf jeden Fall werde ich euch dann gleich mal in der Ape anbringen. Und dann fahren wir mal eine Runde, damit ihr mal seht, wie sich das Ganze so anhört, anfühlt, sofern man das durch die Kamera so übertragen kann. Wenn die Qualität so ein bisschen leiden sollte, dann tut mir das sehr leid. Ich filme mit meiner Handykamera und mit dem Mikrofon, was am Handy dran ist. Und mit dem Handymikrofon. In der Ape ist es unter Umständen sehr laut, gerade wenn man bergauf fährt. Es kann sein, dass ihr mich da nicht mehr verstehen könntet. Eigentlich ist das Handy relativ gut, was die Kamera und Mikrofon angeht. Ich habe es halt getestet, aber wir werden sehen, ob das auch unter voller Beschallung des Zweitaktmotors noch funktionieren wird. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt erstmal in der Ape anbringen und dann fahren wir eine kleine Runde. Dann betreten wir jetzt einmal die Fahrerkabine der Ape. Übrigens, offiziell ist das hier für eine Person nur erlaubt. Inoffiziell kann man auch mal zu zweit damit fahren. Also kräht, glaube ich, jetzt nicht wirklich einen Hahn nach. Aber müsst ihr natürlich selber wissen. Ich nehme ab und zu gerne mal eine Person mit. Wird am Berg natürlich etwas langsamer, weil sie ist jetzt nicht für Leistung bekannt, die Ape. Man fährt halt dann sehr langsam. Aber man kann theoretisch jemanden mitnehmen. Ist aber, glaube ich, illegal. So viel dazu. Ja, hier erstmal das Wichtigste. Tacho zeigt die Geschwindigkeit, Kilometerstand. In 2,5 Wochen bin ich jetzt 1211 Kilometer gefahren. Also die Ape wird hier auch gut genutzt. Und deswegen werden vermutlich viele Fahrvideos kommen, auf denen ich euch mitnehmen werde. Weil, ja, es kommt was zusammen. Dann haben wir hier den Tankstand. Tank ist halb voll. Das ist jetzt eine optimistische Ansicht, halb voll. Dann habe ich hier eine Parkscheibe angebracht. Entspricht, glaube ich, keiner DIN-Norm. Ist deswegen auch illegal. Ja, egal. Dann habe ich hier ein, ja, ein altes Tablet quasi integriert, worauf ich dann ja, hier zum Beispiel Google Maps laufen habe, die ganzen Offline-Karten oder auch mal Spotify laufen habe mit einer Box. Das funktioniert auf jeden Fall alles relativ gut. Das Ganze lädt dann über den Zigarettenanzünder und das begleitet mich so auf meinen Fahrten. Lenkrad. Hier schaltet man übrigens dran. Das ist eine Motor-, also Mofa-Schaltung. Hier zeigt er an, in welchem Gang man ist. Wenn der Fokus jetzt... Nö. Dann hier gibt man Gas. Und ansonsten Plastik, Blech. Eine Sonnenblende, die eher als Sichtblende funktioniert. Und meine Kamerahaltung. Also Handyhaltung. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt alles Wichtigste besprochen. Und wir können jetzt erstmal fahren. Das Wichtigste überhaupt. So, ich habe euch an der dafür vorgesehenen Position angebracht. Mal das linke Fenster etwas geschlossen, dass ihr hoffentlich auch noch was hört von mir. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid, wenn der Ton sehr leiden sollte. Aber ich habe so einen kleinen Testlauf, zumindest im Stand mit dem Mikrofon am Handy gemacht. Und das funktioniert soweit relativ gut. Und wenn wir fertig gewendet haben... Ah, so. Das ist ein sehr schottriger Weg. Aber das federt die Arbeit tatsächlich noch ganz gut weg. Also das kann sie.
aber ist ja auch für Italien gebaut. Und da sind die Straßen teilweise auch nicht so optimal. Aber hier in Deutschland ja auch nicht. Also tun sich da nicht viel. Ja, kommt einer von rechts, den lassen wir noch. Und dann fädeln wir uns hier mal. Ja, ich fahr mal links. Links herum ein. Bin von oben gekommen, dann fahren wir einfach mal hier lang ein bisschen. Ist ja sicherlich auch schön. Ich fahre hier gerade übrigens durch, ich glaube Sprockhövel ist das. Ja, müsste sein. Im Bergischen Land. Ja, das Bergische Land und die Arpe sind keine guten Freunde. Weil hier sind sehr viele Berge, also Hügel eher gesagt, aber die reichen schon, um die Arpe signifikant auszubremsen. Also wenn ich hier jetzt bergunter gerade, ja, jetzt mit so 40 km/h gleite, wird das berghoch schon etwas anders. Also sagen wir mal so, wenn ich diesen Berg, den ich hier gerade runterfahre, hochfahren würde, wäre ich so bei geschätzten 20. Ja, mit 20 könnte ich schon glücklich sein. So, denke ich mal, dass das so ungefähr aussehen würde. Das muss man wissen, wenn man sich eine Arpe anschaffen möchte. Sie ist nicht für Hügel gedacht, unter keinen Umständen. Hier so auf so halbwegs geraden Strecken dahin zu gleiten, das macht wirklich Spaß. Das ist auch, wofür sie da ist. Aber sobald irgendwie Hügel kommen, das muss man wollen. Ich möchte es, also mir macht das Spaß, ich finde es auch lustig. Und ich mag auch einfach generell die Arpe, deswegen darüber kann ich zum Beispiel hinwegsehen. Aber wenn ihr jetzt irgendwelche Speed-Junkies seid und drauf aus seid, so schnell wie möglich unterwegs zu sein und keinen aufhalten wollt und ihr keine Ruhe habt, dann ist die Arpe definitiv das Falsche für euch. Aber ich hab die Ruhe dafür. Für mich ist es so, der Weg ist das Ziel. Deswegen habe ich mich einfach für die Arpe entschieden, weil sie einfach diesen italienischen Charme hat. Ja. Ich mag meine Arpe. Bergab und Tempo 70 erlaubt ist, halten wir jetzt mal schön mit ein bisschen über 40 km/h alle auf. Schneller wird es irgendwie nicht. Also ich könnte jetzt auskuppeln, aber es bringt mir auch nichts, weil es hier so schnell auch nicht ist. Vollgas. Und da werden wir auch schon wieder überholt. Ja, hatte jetzt lang genug Geduld. Neuamerika. Ich war gerade eine Haltestellenname. Ja, sehe ich jetzt nicht so. Oh Gott, der arme VW-Bus da vorne. Jetzt hängt er noch hinterm Fahrradfahrer. Ja, jetzt hat er ihn bekommen. Das ist ein ganz normales Rennrad. Der fährt hier 30.
berghoch. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber es geht schon ein bisschen berghoch. Also der hat echt Muskeln. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format, wo ich einfach ein bisschen rumfahre, ein bisschen sinnlos rumlabere. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wofür es gut ist, aber ich weiß, dass mir diese Videos immer gefallen haben. Weil seit 2 Jahren habe ich diesen Plan, ich möchte Ape fahren. Ja, eigentlich habe ich den Plan schon länger. Durch die ganzen Italien-Urlaube, immer wenn ich eine Ape gesehen habe, habe ich gesagt, das möchte ich auch mal fahren. Aber so vor 2 Jahren wurde es dann akuter, wo dann so der Führerschein der Klasse AM ab 15 freigegeben wurde. Und dann habe ich immer wieder auf YouTube Videos bekommen, wo Leute Ape vorstellen und Ape fahren. Dann habe ich angefangen, mir halt so Videos anzugucken in meiner Sehnsucht, ich möchte endlich Ape fahren, wie halt andere Leute Ape fahren. Und das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und was ich halt schade fand, ist, es gibt halt nicht so viele Ape-Kanäle auf Deutsch, die so diese Videoformate umsetzen. So, es gibt gute vielleicht 3, 4, 5, wenn es hochkommt. Also die Ape-Szene ist schon wirklich relativ klein für meinen Geschmack. Und weil ich dieses Format eigentlich immer sehr gemocht habe, mache ich jetzt einfach auch solche Videos. Und ich fahre ja eh viel rum. Und deswegen dachte ich mir, ergibt sich das. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr sonst so an Videos sehen wollt. Was ihr mögt, was ihr wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt zur Ape oder so, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall bemüht, diese zu beantworten. Was auf jeden Fall auch noch kommen wird an Videos, sind Videos zu der Vespa, beziehungsweise eher gesagt zu bald 2 Vespas, weil ich habe eine zusätzlich zur Ape noch so eine Vespa LXV50 von 2012, das ist eine limitierte Sonderedition Via della Moda. Ja, ist relativ schön, da wird auch dann noch ein Review zu kommen, also ein genaues Review wird auch noch zur Ape kommen. Das ist jetzt erstmal nur so ein Einstiegsvideo. Ja, und eine zweite Vespa hat sich meine Mutter bestellt. Eine Vespa Primavera 50. Ist einfach mit dem 50 Kubik Motor für die Stadt optimal. Weil ein 125er braucht man, wenn man damit durch die Stadt fährt, jetzt nicht unbedingt. Bei einer 125er, wenn man die Thematik mit TÜV und allem, und so eine 50er ist halt deutlich entspannter. Mit dem positiven Nebeneffekt, ich darf sie auch fahren mit dem Führerschein der Klasse AM. Deswegen, ja, wird dazu wahrscheinlich bald auch noch ein Review kommen, wenn die denn da ist. Aktuell ist sie noch nicht da. Kommt, aber die Schlaglöcher sind mitunter ziemlich tief. Ah. Naja, das ist jetzt einfach so ein bisschen zielloses Umhergeeier. Ich fahre jetzt hier eine ziemlich große Runde und guck da mal, dass ich irgendwann wieder nach Hause komme. Ich weiß gar nicht genau, wo ich bin. Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwo in Sprockhövel sein. Hastinghausen, ich weiß es nicht. Ich wohne in Wuppertal. Und da versuche ich mir jetzt auch wieder hinzukommen. Aber ich fahre gerne diese Überlandstrecken, weil durch Wuppertal zu fahren macht nicht so viel Freude, um es mal so auszudrücken. Weil die Autofahrer sind mitunter recht asozial. Weil, ja, irgendwie kann ich es auch verstehen. Weil ich fahre mit der Ape so mit 20 km/h, wenn es steil berghoch geht, vor den näher. Das ist 50 erlaubt. Die fahren mit 20 km/h in meiner 2-Tank-Abgaswolke hinter mir her. Ja, ich verstehe es, wenn die mich dann etwas aggressiv überholen. Und dann, wenn Leute diese Ape sehen und ich irgendwo mich einfädeln muss, nee, also mich lässt da nicht unbedingt jeder mal mich in den Verkehr einfädeln, weil er will schon so eine kreuzlahme Ape vor sich haben. Ganz ehrlich, verstehe ich schon. Oh, 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 eine sehr enge Kurve. Hey. Ah, das wird nichts mit dem dritten Gang. Und der zweite Gang.
vielleicht jetzt gleich sehr Gegenlicht. Einmal voll ins Gegenlicht. Ich habe schon wieder diverse Fahrzeuge hinter mir. Ja, trauen sich zu überholen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Nee, kommt jemand entgegen. Nummer 3 hat es aufgegeben. Hier mit ein bisschen über 20, so fast 25 hoch. Naja, mehr 20 jetzt. Strich 20. Ich werde doch irgendwann nochmal eine zweite Kamera, also wahrscheinlich dann mein altes Handy, dessen Kameraqualität zwar miserabel ist, aber dafür wahrscheinlich ausreichend ist, über meinen Tacho platzieren, dass ihr dann gleichzeitig zu dieser Fahransicht auch noch eine Tachoansicht habt. Dass man quasi immer, weil sie eine Referenz hat, wie schnell das jetzt das Stück ist. Finde ich eigentlich auch mal ganz interessant. Deswegen wird das auch kommen. Gennebreck. Also, ich wohne hier 15 Kilometer weit weg, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich werde jetzt einfach intuitiv irgendwie versuchen, nach Hause zu fahren. Bei solchen Stücken eigentlich immer aus, weil sobald man irgendwie die 40 so überschreitet, klingt der Motor echt gequält und ist in so einem Drehzahlbereich, das kann man dem nicht zumuten, das möchte ich dem nicht zumuten und sonst kommt man halt nicht wirklich schneller und dann, deswegen kuppel ich bergab hier, sobald es sich lohnt, halt meistens aus und jetzt fahren wir, ja, an der Spitze waren es eben 50, jetzt geht es nicht mehr so schnell bergab, jetzt muss ich wieder einkuppeln, jetzt sind wir wieder bei 30. Wieder zu lang und da habe ich auch keine Lust drauf. Wahrscheinlich ihr auch nicht. Ja, von daher vielen Dank, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank dafür. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch von diesem Kanal wünscht, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Tonqualität, wenn es schlecht ist, tut mir leid. Wenn es gut ist, bin ich froh. ja, abonniert diesen Kanal, liked das Video. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut die anderen Videos, kann ich noch nicht wirklich sagen, weil es noch keine anderen gibt. Aber dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Einschalten und fürs Durchhalten.